Ja, der etwas andere Blick, dem wir heute uns ja widmen sollen, nicht nur bedingt durch Corona, ist auch Moritz Seidel zu schreiben, denn er macht eigentlich klar, was man aus einem kleinen Stückchen Notationsfixierungen herausholen kann, um daraus Musik zu machen. Und was ein Grafikdesigner liefert, ist nichts anderes als ein Notationssystem. Blätter, auf denen Anleitungen für die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten durch Imagination, Vorstellungskraft, Gedanken, Assoziationsfähigkeiten und vor allem Einpassung in verschiedene Situationen, die Botschaft zu machen. Die Griechen und Römer hatten einen eigenen Gott für diese Herausforderung, Hermes oder eben den von den Lateinern so geschätzten, wer weiß es, wer es ist? Wer? Eben, warum? Weil nach ihm sogar im Sonnensystem die zweite Position des gesamten kosmischen Ordnungssystems benannt wurde, die ja heißt, wenn es eine imitierende Quelle des Lebens, also das Sonnengeschehen gibt, das Licht der Sonne imitiert wird, dann muss es ja als Botschaft verstanden werden. Dazu ist Merkur der erste Planet in der Reihe der neuen uns unmittelbar zugeordneten, der dann die Fertigkeit hat, dieses transportierte Botschaftsgeschehen von der Venus in einer bestimmten Form umwandeln zu lassen, also die allgemeine Energie des Lebens, die Sonne spendet, durch die Botschaft umzuwandeln in eine spezifische Form, nämlich die der Liebe, weil nämlich der nächste Planet, auf den die Botschaft getragen wird, die Venus ist, die ja eben zuständig ist für eben genau diese Form der verwandelten Lebensenergie, also der botschaftlich umgewandelten Lebensenergie. Das stößt dann auf den nächsten Planeten, die Erde, also in unseren Lebensbereich, und wird gekontert von dem übernächsten Mars, der dann dem Prinzip der Botschaft der Liebe unter den Menschen, etwa heute im Verhältnis der christlichen Botschaft am besten formuliert, das Gegenprinzip der Rachsucht, der Häme, des Kampfes, der Vernichtungsdrohung entgegensetzt, nämlich Mars. So dass allein in der kurzen Reihenfolge natürlich unter dem Diktat von Jupiter, das heißt der obersten göttlichen Autorität, mit ihren Insignien der Saturnringe als Reichsapfel und entsprechenden Ausprägungen der Ikonografie der Macht über den großen Meeresbewegungen, dem Reich des Neptun schließlich in den Orkus der Unterwelt, führt zu Pluto. Eine typische Form, in der diese Bedingungen des Botschaftens als ein Verwandlungsgeschehen, als ein ständiges Transformieren sichtbar wird, auf die jeweilige Herausforderung eingehend, aber es bleibt immer dieselbe Botschaft, die nur in anderer Form wirksam gemacht wird. Und wenn Seidel Musik macht, wie viele seiner Kollegen, sagen wir, könnten jetzt mal im Hinblick auf dieses Programm wenigstens ein paar Hunderte aufführen, dann hätten wir 100 verschiedene Botschaften, die sich aus demselben Notat der Musik ergeben. Und das ist auch das, was Sie als Ausstellung erleben. Es ist die Herausforderung von Ihnen, an Sie, das als Partitur für Ihr eigenes Musizieren, das heißt eben Denken, Vorstellen, Einbilden, entwickeln und dann entsprechend reagieren können. Die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht etwa für diejenigen, die im Bereich der Künste und der Wissenschaften arbeiten, etwas Außerordentliches, etwas Einschränkendes, etwas nie Dagewesenes, etwas unser Handeln Begrenzendes, eben Abstand zu wahren, sondern das ist die Grundsituation, die etwa von Humboldt formuliert, für den Künstler und Wissenschaftler heißt Einsamkeit und Arbeit. Und Einsamkeit wird eben durch die entsprechende Distanz von anderen und gegenüber anderen fixiert, die aber gleichzeitig auch das ganze Regelsystem des zivilisatorischen Umgangs miteinander bestimmt, die ja heißt,
Wir würdigen den anderen als eine Singularität, als ein Individuum, als eine einmalige Konfiguration der Lebensenergien. Die müssen wir sichtbar machen, indem wir ihn exponieren. Exponiert werden kann ein Einzelner als Individuum nur, wenn er freigestellt wird von den verschiedensten von außen kommenden Überblendungen. Also ist die Isolation auf dem Stühlchen, auf dem Sie jetzt sitzen, die Voraussetzung dafür, dass wir mal darüber nachdenken, was als Künstler und Wissenschaftler, aber als zivilisierter Europäer grundlegend für uns alle ist. Wenn wir den Anspruch erheben, und das ist Europa aufgrund der christlichen Gotteskindschaftstheologie, ein Individuum unzerstörbar, unübersehbar zu sein, dann müssen wir uns auch der entsprechenden Voraussetzungen bewusst werden, die dazu gehören. Nämlich, ich bin verpflichtet, nicht nur in der Aura oder heute lateinisch Corona, was es ja nur eine kleine Einheit der Aura darstellt, nämlich die Verköpfung, die Corona zu tragen, mich nicht lächerlich dabei werden zu lassen, weil ich ja kein Kaiser bin, der auratische Distanz einfordern kann, sondern ein ganz normaler Mensch bin, der das, was er dann damit zeigt, ein Individuum positioniert, sich selbst exponierend, für andere sichtbar, mit dem Anspruch auf Individualität, das heißt auf Autorität durch nichts als die Tatsache, dass er ein Einzelner ist, zu entwickeln. Und das bedeutet eben, Persönlichkeitsausdruck zu entwickeln. Das ist die ganze Botschaft, etwa in der Maxime von Goethe oder eben den Humboldts gesehen. Das heißt, nur wer Persönlichkeit ist und das expressiv ausdrücken kann, wird diese Aura nicht nur als eine lächerliche Anmaßung von Autorität durch die Insignien der Distanz, also der Macht, präsentieren können, sondern es von sich heraus erfüllen. Was wir heute hier in der Gesellschaft als außerordentlich erleben, Isolation der Individuen, Abstand nehmen etc., ist die Grundvoraussetzung für Europa überhaupt. Das basiert auf der Autorität der Individuen. Individuen werden gekennzeichnet durch die auratische Ausgrenzung gegenüber anderen. Wir haben sogar im Grundrecht die Fähigkeit, uns einzuklagen, rechtlich geltend zu machen, dass man die Distanz zu unserer Hoheitsausdrucksform des Körperlichen führt, nicht beschädigt werden dürfen, also nicht belästigt werden dürfen, wie das so harmlos heißt. In Wahrheit steckt dahinter eine viel größere Zumutung, als uns das bewusst ist. Und dass wir dann daraus, dass wir eben Individuen sind und nur die sind Europäer, das Prinzip gibt es in keiner anderen Weltreligion, obwohl deren Kulturen den Europäern bis etwa ins 13. Jahrhundert haushoch überlegen gewesen sind, gibt es nur in Europa aufgrund der christlichen Theologie der Gottesunmittelbarkeit jedes Menschen diesen Anspruch auf Singularität des Einzelnen, auf Individualität und zwar als Autorität. Und die muss man ausfüllen können. Wie macht man das? In Europa beispielhaft seit 1400 als Künstler und Wissenschaftler. Denn das sind Individuen, die Autorität durch die Tatsache haben, dass hinter ihnen kein Markt, kein Bischof, kein Papst, keine Partei, keine Gewerkschaft steht, keine Armee, keine Bank, nichts. Und deren Autorität eben gerade dadurch, dass sie nicht gebackt werden durch andere kollektive Institutionen etc., Autorität haben können durch das, was sie tun, wie sie sich als Individuen erweisen, nämlich durch ihr Arbeiten, also durch ihr Schreiben oder künstlerisches Arbeiten oder wissenschaftliches Arbeiten. Die Voraussetzung, sich als Europäer zu definieren, ist genau das, was heute sozusagen für das Gesamtkollektiv der Menschheit schon gilt, indem alle gezwungen werden, sich als Individuen zu beweisen. Und das besteht im Wesentlichen gerade darin, diese auratische Distanzierung, diese Exponierung als Persönlichkeit sui generis, die von sich aus beweisen muss, dass sie ein Individuum ist, auch zu erfüllen haben. Sie sehen, wenn wir heute hier über die Brücke, die alte Brücke kamen, wie viele der dort links und rechts sich einen frohen Tag machenden eben keine Individuen und recht keine Persönlichkeiten sind, sondern einfach eben Masse Mensch, die man beliebig manipulieren kann, ohne den Anspruch eines Einzelnen auch nur respektieren zu müssen. Und das macht die wahren Welt ja sich unter der kapitalistischen Herrschaft ganz bewusst klar, dass alle nur behandelt werden
als diese beliebig manipulierbare, beliebig austauschbare Agglomeration von Zellen, die zusammen einen Lebensverbund binden, und mehr ist es nicht. Wenn wir Europäer sein wollen und wenn wir auf uns selbst als solche Individuen verwiesen werden wollen, dann müssen wir das, was uns heute hier zugemutet wird, angeblich zugemutet wird, als das Natürlichste für die Künstler und Wissenschaftler sehen. Jeder Künstler und Wissenschaftler hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als sich auf diese Weise zu distanzieren, in einer Aura der Selbstbeweise, nämlich die Autorität durch Autorschaft zu gewinnen. Kein Geld, keine Bank, keine Zustimmung, keine Kritik, keine Rezension, sondern ausschließlich die Kraft der Autorschaft. Das ist die Autorität von Individuen. Also, in welcher Form auch dargestellt, ob im Sinne dieser Notationsübersetzung, die die Musiker uns bieten, oder eben der Grafikdesigner, die ja eben nicht Werbung und Propaganda machen, auch nicht im Sinne der katholischen Propaganda Fidei, also Propaganda für den rechten Glauben an die Unwirkheit jedes Einzelnen, an die Gottautorität und damit Anspruch auf Individualität. Keinerlei Propaganda, sondern Kritik. Und das ist grundlegend. Diese so oratisch exponierte, ausgewiesenen Individuen, die Autorität durch das haben, was sie intellektuell leisten können, was sie gestalterisch leisten können, was sie malen, künstlerisch arbeiten, wissenschaftlich arbeiten leisten können, was sie also als Autorität durch Autorschaft sind, diese Individuen haben von sich aus die Position selber, Entschuldigung, ich kriege hier gerade leider ein anderes Medium eingespielt, haben von sich aus die notwendige Voraussetzung, in ihrer Arbeitsindividualität sich beweisen zu können, die auf Distanz, auf Abgrenzung, eben wie Humboldt sagt, auf freiwillig eingegangene Einsamkeit zurückführt. Denn Kritik bedeutet ja gerade, unanfällig zu sein gegen Lobpreisung, Bestechungsversuche, Beförderung, Karrierepreisungen oder etwas Ähnliches, sondern zu wissen, das Einzige, was man anerkennt als tatsächliche Belobigung, ist die Kritik. Denn Kritik kann man eben nicht kaufen, wenn sie Kritik ist, also etwas als kritikwürdig darstellt, und wenn es kritikwürdig ist, die einzige Form der Anerkennung darstellt, die man als Wissenschaftler oder Künstler gewinnen kann. Insofern war unsere Begegnung in Studienzeit nichts anderes, als sich wechselseitig in dieser Singularität, in dieser Position des Einzelnen als Autorität durch Autorschaft eine Kritik würdig werden zu lassen. Und Distanz, auch gewisse Kälte, wenn Sie an Autoren wie Ben denken oder die Generation, aus der er stammt, die ja die notwendige Kälte, soziale Kälte als Grundvoraussetzung dafür in unendlichen Varianten beschrieben haben, die uns heute noch in entscheidender Weise herausfordert. Mein Gott, kann man das denn nicht mal ausmachen? Nein, das kann man offenbar nicht. Entschuldigung, es blittelt immer weiter. Man manipuliert ja an jeden Tag in mir. Ja, es ist nicht zu machen, ich versuche es. Aber wie Sie alle wissen, ist es Tag und Nacht ja möglich, den Betreibern dieser Gerätschaften uns zu manipulieren, uns eben aus unserer Autonomie verjagen. Die nehmen die Autorität in Anspruch, uns in unsere Files intervenieren zu können, unsere Fotos zu ordnen, uns Vorschläge zu machen über das Verhalten im täglichen Umgang. Das ist das Gegenteil von Europa, das ist das Gegenteil von Autonomie in der auratischen Freistellung der Individuen. Es wurde schon angesprochen, Gertrud hat es auch selber gesagt, dass nämlich wir im Hinblick auf ihre Berufung nach Würzburg etwas in dieser Richtung Beispielgebendes und heute in der Literatur für die Kriterien der Berufung Fixiertes geleistet haben. Es ging nicht darum, dass ihr Lehrer Lösch aus Wuppertal beim Bayerischen Ministerium intervenierte, um festzustellen, dass Gertrud Nolte nicht berufungsfähig sei,
da sie ja das täte, was er tut. Und es bestünde die Gefahr, dass man ihre Lehrveranstaltung, ihre Äußerungen, ihre Ausdrucksformen verwechselte mit seinen. Was natürlich heißt, Gertrud Nolte war genauso gut wie einer der Großmeister der Typografie in Deutschland, eben Uwe Lösch. Und das Ministerium hat tatsächlich anerkannt, dass wenn ein Schüler genauso gut ist wie sein Lehrer, er tatsächlich schon besser ist, das kommt ja das hinzu, was er selber von sich aus über das hinaus, was der andere als Person ist, bieten muss. Und man hat zum ersten Mal bei ihrer Berufung akzeptiert, dass es geradezu ein Kriterium der Begründung von Berufungsfähigkeit ist, wenn jemand einem anderen so gleicht, dass man sich verwechseln könnte und er eine natürliche Tendenz darin entwickeln kann, besser zu sein als sein Lehrer. Das ist eine alte Maxime seit römischen Zeiten. Nur der ist ein guter Lehrer, der Schüler hervorbringt, die besser sind als er selbst. Und Sie sehen heute, wie das universitäre System ruiniert wird, da schlechte Leute natürlich immer nur schlechte Leute als sie selbst sind wählen, sodass es schließlich eine Negativ-Olympiade der Berufung gibt. Am Ende sind lauter unfähige Leute diejenigen, die darüber bestimmen, was an den Fakultäten gemacht wird. Wären gute Leute daran interessiert, immer Leute zu berufen, die besser sind als sie selbst. Denn das ist der innere Sinn dieser Vorgaben. Und bei diesem Berufungsverfahren von Nolte ist vom Bayerischen Ministerium zum ersten Mal bestätigt worden, dass eben der entscheidende, also Autorität Lösch, bescheinigt, sie sei genauso gut wie er, sogar so gut, dass man die Arbeiten miteinander austauschen kann, zum Verwechseln ähnlich ist, dazu führt, sie gerade deswegen zu berufen. Denn das bedeutet ja, dass sie als Jüngere immerhin mehr sein muss als er selbst, der eben mit seinem Schaffen schon am Ende angekommen ist und das ja selber ausweist, als die von ihm schon gewonnene Identität. Das nächste in unserer heutigen Versammlung immer wieder zu berücksichtigen, nach der Tatsache, dass Corona-Situationen für Künstler und Wissenschaft das A und O ihrer Existenz seit 1400 sind, seit es Kunst und Wissenschaft gibt. Also das, was sie erleben, ist für uns das A und O. Arbeit in Einsamkeit und Distanz und ohne jeden Zuspruch von anderen und ohne jedes Backing durch andere, durch Banken, durch Kritiken, durch Zeitungen, Feuilletons oder was, ohne jeden Bezug auf irgendeine andere Möglichkeit, sich ablenken zu lassen durch das Lob oder die willkürliche Beförderung, Bepreisung des Einzelnen. Das ist, dass das Kommunikationsdesign eine immer größere Rolle einhat als Nolte anfing zu studieren, hat sie selber gesagt, waren die Überlegenheiten in anderen Disziplinen, Fächern so groß, dass man noch gar nicht richtig wusste, was eigentlich Kommunikationsdesign sein soll. Es war eine Art von modesprachlicher Ausdruck für Verharmlosung von Propaganda, für Warenpropaganda von Sunil und von Nudeln und Bettwäsche. Das war's. Es musste erst langsam entdeckt werden, was in diesem Begriff das Kommunikationsdesign steht. Wir haben dann von Wien aus, als ich dahin berufen wurde, mein Nachfolger Peter Weibel zum Beispiel hat sich daran auch beteiligt und eine ganze Reihe anderer Leute, wir haben dann entdeckt, dass der Begriff von Charles Darwin in die Debatte eingeführt worden ist, weil Darwin ja herausfand, dass durch bloße Mutationen, durch Zufälligkeiten der Einflussnahme von Umweltbedingungen auf die genetische Transformation, neue Arten entstehen, die dadurch, dass sie neu entstanden sind, nicht von vornherein die Bedingungen der Möglichkeit, überhaupt zu überleben, erfüllen. Das Neue ist nicht das neue optimierte System, das besser angepasst und sogar noch vorteilhaft sich durchsetzen kann, sondern ganz im Gegenteil. Es ist das, was sich erst bewähren muss, ohne die Voraussetzung der Möglichkeit zu haben, überhaupt das Leben zu erfüllen. Das heißt, Kommunikation wurde von der Natur erfunden und das ist Darwins Leistung, als es darum ging zu erklären, wie denn mutativ entstandene, also zufällig entstandene Abweichungen, ohne dass in deren DNA bereits irgendwie Möglichkeit der Anpassung an diese Situation gegeben wäre, die also nicht planerisch voraus für eine neue Nische in der Evolutionspyramide vorgesehen war, sondern die vollkommen ohne jede Vorbereitung
den Versuch starten mussten, das Experiment starten mussten, zu überleben, ohne jede Bedingung der Möglichkeit dafür zu erfüllen. Und das heißt Kommunikation, nämlich den Zusammenhalt zwischen den sich selber ermöglichten Abweichungsformen durch ein Verfahren, das sich vollständig ablöst von allem, was vorher als verbindlichkeitssetzend angesehen wurde, nämlich das Verstehen. Bis Kant hin, also im großen Vorläufer von Darwin, war klar, dass Verstehen heißt, die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens zu eruieren und dann zu wissen, bis wohin, das heißt Transzendentalität, bis wohin wir mit unseren Mitteln klare, begründete Urteile richtig fällen können. Alles darüber hinausgehende ist das jenseits unserer Fähigkeit. Das heißt, die Bedingungen der Möglichkeiten wurden erforscht. Darwin hat gesagt, das gibt es in der Natur nicht. In der Natur gibt es kein Verstehen. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit zu kommunizieren auf der Ebene des Transportes als Verstehen. Das ist einfach ein Geschehen, das gerade ohne jedes Verstehen auskommt. Und die Generation von Nolte war die erste, die kapieren musste, welche ungeheure Bedeutung jenseits von Warenpropaganda sie für das System des Überlebens in der Moderne darstellt, nämlich, dass inzwischen alle Prozesse, so gut wie alle Prozesse, wenige Ausnahmen der wissenschaftlichen Arbeit, theologischen Arbeit ausgenommen, fast alle Prozesse unseres Lebens ohne Verstehen ablaufen. Wir schalten das Licht morgens an, wissen von dem Elektronenfluss gar nichts, wir schalten den Motor und wissen nicht mal was von so etwas Primitivem wie dem Ottomotor. Wir leben ausschließlich in der Kommunikation ohne Verstehen. Und alles, was wir untereinander treiben, ist zu kommunizieren ohne Verstehen. Und das funktioniert, ohne dass wir bis zu Kant hin letzte ultimative Ableitung, Letztbegründungen, höchstinstanzliche Begründungen für das Verbindlichsein von Regeln, von Ordnungen zu nennen, nötig hätten. Wir wissen alle, wie ist das möglich? Wie können wir, die wir selber diese Ordnungen schaffen, diese Gedanken der Letztbegründung, der Höchstbegründung, der unübersteigbaren Bedingungen formulieren, wie können wir die als verbindlich ansehen? Es gibt da heute zwei für jedermann verständliche Formen, die im Kommunikationsdesign jeden Tag beherrscht werden müssen. Das eine ist das Balancieren. Das heißt, ein Seiltänzer, der seit 1900 im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeiten von Großmeistern wie Picasso oder was immer steht, dass ein Seiltänzer sich stabilisiert an etwas, was er selber hält. Das ist die Sensation schlechthin. Nicht die Götter, nicht irgendein Transzendenzverfahren, nicht irgendeine metaphysische Spekulation, sondern wir selber haben in der Hand, woran wir uns festhalten können. Das ist ganz grundlegend. Zweitens wird heute jeder akzeptieren, dass 1948 das Grundgesetz formuliert wurde und wir mit der Einigung des Bundesverfassungsgerichts als einer ganz banalen, von Menschen in bestimmten Situationen etablierten Institution anerkennen, dass deren Urteil letztbegründende Konsequenzen für unser Verhalten akzeptieren. Obwohl jeder weiß, ein ganz banaler Vorgang der Formulierung eines Textes gewesen, der dann verbindlich gesetzt wird durch die Institution des Verfassungsgerichts, und zwar so, dass tatsächlich alle akzeptieren. Wir brauchen uns nicht mehr auf die Götter und auf irgendwelche kosmologischen Gesetzmäßigkeiten herauszureden oder auf Autoritäten des Typs der Macht, um Verbindliches zu erkennen, sondern wir erkennen, dass es uns selbst eben in der Notwendigkeit uns kommunikativ zu verhalten, gelingt, Verbindlichkeit zu erzeugen, da Bodenlosigkeit, Haltlosigkeit herrscht, keine Letztbegründung möglich ist, kein Letztbegründungsgedanken, wie die Philosophen sagen, überhaupt noch möglich ist, das akzeptiert ja keiner. Das sind ja alles nur Fakes, das ist alles nur Lügen, alles beliebige Propaganda, wer soll das noch akzeptieren? Wir tatsächlich in der Lage sind, uns auf Verbindlichkeiten einzulassen. Und dafür steht das Kommunikationsdesign. Es ist notwendig, um in einer Welt, in der wir uns nicht mehr über Verstehen orientieren, sondern ausschließlich noch um Verbindung untereinander, die Möglichkeit schaffen, in dieser Beliebigkeit der Verbindung untereinander Verbindlichkeit zu erzeugen. Und das ist durch die Überzeugung der Formkraft, das ist die Überzeugung der Partituren, die dann bespielt werden. Das heißt, der Art von Vorgaben,
die dann die Musiker oder eben die Betrachter im Museum oder die Zeitungsleser in eine Melodie des Lebens, also der Strukturierung ihrer Alltagslebensenergie überführen. Ohne dass sie das tun, hätte das Ganze gar keinen Sinn. Das Grandiose am Kommunikationsdesign ist, dass ohne Verstehen Verbindlichkeit erzeugt werden kann. Weil alle Versuche, die Verstehensorientierung auf Letztbegründung, die Götter oder das Weltsystem oder die Natur zu begründen, hinfallen. Man hat noch bis 1910 geglaubt, dass Verbindliche sei, und das war sozusagen humanistisches Pathos, das Verbindliche, auf das wir uns verlassen können, ist die Natur, die Natur, die Natur, die Natur. Aber damals hat Rilke schon gedichtet, dass gerade auf die Natur keinerlei Verlass ist. Berge stehen von Sternen überprächtigt, doch auch in ihnen, so geht das weiter. Das heißt, heute wissen wir, dass der Granit in den Alpen bröckelt. Heute wissen wir, dass der Permafrost sich auflöst und das ganze Gebirgesystem, das Tundrasystem etc. in Krümel von jedem Wind beseitigbaren Entitäten enden wird. Genau unter diesen Bedingungen ist zu kommunizieren, ohne zu verstehen, das heißt Form der Sprache, die Formkraft des Evidenten, des uns augenscheinlich erscheinen, der darin gegebenen Verbindlichkeit in der Organisation von Partituren uns zu bewegen. Insofern ist das Leben und das Arbeiten von Gertrud Nolte insgesamt, vielleicht situativ durch die Tatsache, dass sie zu dieser Generation gehört, beispielhaft zu nennen für das, was heute jedermann abverlangt wird. Als Künstler und Wissenschaftler ist das eh klar seit 600 Jahren. Wir sind nur Autoritäten durch unsere Autorschaft, nicht durch Banking, nicht durch Bach, nicht durch Macht, nicht durch den Fürsten, nicht durch den Bischof, nicht durch den Kaiser, nicht durch den Papst, durch gar nichts, sondern ausschließlich unsere Kraft zu denken und zu argumentieren. Und damit heißt kritikfähig zu sein. Und andererseits eben die darwinische Entdeckung zu nutzen, dass wir durch die Evidenz erzeugende Kraft des formalen Arbeitens so etwas wie Verbindlichkeit in der Kommunikation, die bodenlos ist, die keinerlei Letztbegründung kennt, die nicht irgendwo endet und sagt, jetzt bis hier ein Schluss und nicht weiter, die endlos uns versinken ließe in dem Beliebigkeitstrubel dessen, was sich da täglich zu tausendfach abspielt, doch auf Verbindlichkeit orientiert. Deswegen sind diese visuellen Partiturveröffentlichungen, wie es die Branche der Kommunikationsdesigner macht, und zwar auf allen Ebenen. Es ist ja nicht nur Verpackungsdesign, es ist ja nicht nur Buchdesign, es ist ja nicht nur Gesetzgebung und, was heute ganz wichtig wäre, Beipackzetteldesign, ganz eine der wichtigsten Positionen für Kommunikationsdesigner heute. Wir wissen ja, was das bisher bedeutet. Bisher wird ein Beipackzettel genutzt, 1,80 Meter lang, voll beschrieben, um den Hersteller von jeder Verantwortung für die Wirkung seiner Produkte zu entlasten. Der ganze Zweck dieser ganzen ist nicht Aufklärung, ist nicht Orientierung über das, was dahinter steht, wenn man das Produkt nutzt, sondern ausschließlich Entlastung von Verantwortung. Dagegen anzukommen ist eben nur möglich, wenn man als Autorität durch Autorschaft, eben als Künstler und Wissenschaftler eine andere Form der Information im Beipackzettel entwickelt. Und solche Übungen haben wir in Wuppertal zuhauf den Studierenden vorgesetzt, zum Beispiel zu erkennen, dass unter den mit einem Festakt beglaubigten wichtigsten Entscheidungen des Lebens eben nicht mehr die Hochzeiten gehören, sondern die Scheidungen, sodass die Generation von Gertrud Nolte in 80er Jahren bereits Entwicklungskonzepte für die Feier der Scheidung auf Hochzeit ist heute kein Problem, das macht man sozusagen beiläufig, muss man nur ein Restaurant mieten und ein bisschen Candlelight, ein bisschen Geschrei, ein Lautsprecher, das ist alles. Aber Scheidung, das ist der Ernst des Lebens, darum muss man das durch eine Ritualisierung überhöhen, um es eben verbindlich werden zu lassen. Wer heute heiratet, ist nicht verbindlich, der weiß ja, dass er sich scheiden lassen will. Das Entscheidende an dieser Verbindung ist die Möglichkeit, sie wieder aufzulösen, weswegen die Scheidung eben für Kommunikationsdesigner die entscheidende Herausforderung ist, Verbindlichkeit in die sozialen Rituale einzubringen und nicht mehr das weiße Brautkleid mit dem Schleier lächerliche Pirlefanz geworden,
der alles desavouiert, was man überhaupt je mit dem Paarungsverhalten verbunden hat. Scheidung ist das Entscheidende und das heißt Unterscheidung. Denn was ein Gestalter macht, ist ja nichts anderes als zu unterscheiden. Bedeutung entsteht für Menschen auf Erden ausschließlich durch die Kraft des Unterscheidens. Die Bedeutung, die ein Design eines Stuhls hat, erkennen Sie, wenn Sie 100 Stühle, die designt wurden, also als Form geben, gegebene Form in den Markt gebracht wurden oder Ihnen zu Augen gebracht wurden, nebeneinander stellen und lernen, sie zu unterscheiden. Dadurch erhalten die einzelnen Designs eine Bedeutung. Alles, was Sie auf Erden wissen, ob Sie Rubensbilder von Velázquez-Bilder unterscheiden oder Rembrandt von Picasso oder Josef Beuys von irgendeinem Kindertheater, Fest oder DDR-Propaganda, das liegt an Ihrer Kraft zu unterscheiden. Das heißt ja zu scheiden. Unterscheiden ist das Entscheidende im Hinblick auf jede soziale verbindliche Praxis, der wir uns unterwerfen müssen. Und nichts anderes lehrt uns so genau zu unterscheiden, wie zum Beispiel von derselben Partitur, derselben Notation. Das ist meistens so nur eine Doppelseite. Das müsst ihr mal vorstellen. Das meiste in der Musikliteratur ist eine Doppelseite. Daraus von 50 oder 60 Menschen etwas als Musik aufführen zu lassen, also als gedankliche Arbeit, Vorstellungsarbeit aufführen zu lassen, dass seine Kraft daraus gewinnt, dass wir die einzelnen Vorgaben unterscheiden können, die einzelnen Performances unterscheiden können, die einzelnen Stile den Notationen umzusetzen unterscheiden können. Also ist die Musik nichts anderes als die Kraft der Unterscheidung von Geräuschen. Und die hat dann eine solche Bedeutung, wie wir sie heute in der Distanz von Lärmverschmutzung gegenüber Bach oder Beethoven eintreffen, obwohl sie akustisch gesehen, phänomenal gesehen nichts anderes sind als eine normale Lärmverschmutzung, auch eben eine Zumutung ans Ohr. Aber durch die Fähigkeit des Unterscheidens gewinnen sie an Bedeutung und das ist grundlegend für alle. Wenn Sie hier hingucken, sieht es zwar so aus, als ob das alles stilistisch in gewisser Weise doch miteinander verwandt sei, aber gerade das fordert heraus, in besonderer Weise zu unterscheiden. Die Künstler haben das alles schon exemplarisch gemacht. Sie haben zum Beispiel die monochrome, die einfarbige Malerei eingeführt. Was soll Malerei an einer Einfarbigkeit sein? Ja, aber genau darum geht es. Monochrome Maler stellen die Herausforderung, in der Ununterscheidbarkeit einer Fläche noch zu unterscheiden, damit das Ganze Bedeutung gewinnt. Das sind sozusagen die Hochakrobatiken der Fähigkeiten, eine Partitur zu übersetzen. Übersetzen Sie mal eine von Raymond, weiß auf weiß auf weiß. Ja? Die weiße Wand der Galerie, das weiße Passepartout, der weiße Untergrund und dann das weiße Blatt, auf dem Raymond seine Farbaufträge macht. Wenn Sie das können, dann sind Sie ein Großer auf der Ebene des Musizierens, auf der Ebene des Vorstellens, des Denkens. Josef Beuys hat eine wunderschöne Formel dafür geschaffen, wer nicht denken will, fliegt raus. Oder auch DDR-Kommentare, als man aufgefordert wurde zu sagen, wie großartig man diese oder jene Einrichtung findet, er immer nur notierte, mehr denken. Und die Stasi hat sich immer überlegt, was heißt das, warum hat er nicht gesagt, was wir mehr denken sollen, wieso nur bloß denken, was ist denn bloßes Denken gegenüber der politischen Entscheidung oder den Gesetzen oder was immer. Aber genau darauf kommt es an. Sich mehr dabei denken zu können, nur dadurch wird das lebendig. Was an der Wand hängt, ist nicht als totes Material, das ist Papier mit Dreck drauf, eine Landfarbe. Wenn man sich strukturieren kann, wird der Dreck unterschieden und ist plötzlich Farbe. Weil er eben eine Bedeutung hat durch die Unterschiedenheit der Farben und natürlich auch der Farbträger, also ein System der Bedeutung. Und wenn wir im Hinblick auf die noltische Arbeit uns dankbar, sie würdigend, sie kritikwürdig zu halten, orientieren, dann im Hinblick darauf, dass sie gerade durch die scheinbare Homogenisierung eines handwerklichen Stils, eines erkennbaren Ursprungs einer Autorschaft und eine umso größere Herausforderung uns stellt, das Ganze durch Unterscheiden lebendig werden zu lassen. Und das hat Herr Lösch schmählich vernachlässigt. Ich darf dir sagen, dass er das bis heute bedauert, denn er hat langsam kapiert, dass er seine eigenen Arbeiten nicht zu würdigen weiß, weil er nicht in der Lage war, deine von seinen noch zu unterscheiden.
Es hat ihn nur gedrängt zu sagen, das sieht ja wie meins aus, also kapitalistische Grundregel, das ist meins, Stempel drauf, kein anderer darf sich dessen bedienen. Jetzt inzwischen hat er es kapiert. Du hast also triumphiert und im Hinblick auf deine eigene Person bist du ja ein Paradebeispiel für das, was sich in unserer Situation abbildet. Fast zur Lebensunfähigkeit von Natur aus verdammt. Ich habe heute gerade noch gehört, dass es jetzt so grundsätzlich geht, wie dass sie von Natur aus eigentlich gar nicht überlebensfähig ist in einer Gesellschaft. Durch eine Nickelallergie so ungeheuer diszipliniert zu sein, so fantastisch unterscheidungsfähig zu sein, auf den Markt zu gehen und den Kräutern und Würzchen und den Gemüsen anzusehen, welches dann mit minimaler Nickelbelastung für ihren Körper gerade noch verwertbar ist und welches nicht, und ihr ganzes Leben einschränkt auf das Konsumieren von 10 verschiedenen Nahrungsmitteln, alles andere ist unverträglich. Wer das durchhält, der ist Künstler. Wer das kann, ohne zu kapitulieren, wer in dieser Aussichtslosigkeit, der Wahrheit, der Bedingungslosigkeit der Situation festen Halt entwickelt durch eine solche Kraft der Formgebung, der hat es tatsächlich als Beispielgeber für uns alle geschafft. Gertrud, wir gratulieren dir.